wir können überall sein und sind damit eigentlich nirgendwo. Sie können ja heute einen Patienten von hier irgendwo in Asien operieren, ohne vor Ort zu sein, dank Internettechnologie, dank Datenautobahn, dank Lichtgeschwindigkeit. Das wird das Bild von Mobilität, düster oder nicht, entsprechend verändern und die Frage sozusagen, wie weit wir überhaupt noch mobil sein müssen, natürlich auch in Frage stellen. Ob wir sozusagen die Altviertel-Autobahn tatsächlich noch brauchen oder ob es viel besser ist, statt für 4000 Autos eine Autobahn zu bauen, dort die Datenautobahn auszubauen. Blind mehr Mobilität kann nicht das Ziel der Gesellschaft sein, all along. Die Frage ist, wie können wir in kurzen Zeithorizonten, mittleren und dann schließlich in langen, am Ende des Tages die Lebensqualität auf diesem Planeten verbessern, Bestrebungen allerorts effizientere Mobilitätskonzepte zu entwickeln, dann auch schon ansatzweise umzudenken, was muss ich machen, um Mobilität als zentrale Komponente auszublenden, das ist eigentlich Mittel zum Zweck und eigentlich die Lebensqualität in den Mittelpunkt zu stellen. Aber dort endet so ein bisschen das, wo man noch mit ein bisschen Rückhalt spekulieren kann, dann sind wir in einigen Jahrzehnten Horizont, da traue ich mir keine Aussagen mehr zu machen. Insofern, wir sollten schauen, glaube ich, dass die Dinge richtig zu tun, aber auch die richtigen Dinge zu tun. Wie sehen Sie die Rolle des Menschen in zukünftigen Verkehrssystemen? Wohin geht die Reise für den Menschen? Zum Thema Personenmobilität glaube ich schon, dass es weiter in Richtung Automatisierung gehen wird. Das heißt aber nicht, dass der Mensch da keine Rolle drin hat. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Schlechteste aus beiden Welten haben, nämlich die Qualität des Fahrers oder Fahrerin eigentlich wegnehmen. Das muss man ja sich vorstellen. Der Fahrer ist ja eigentlich, die Fahrerin ist ja eigentlich recht zuverlässig und bringt eigentlich eine großartige Leistung, wenn man sich anschaut, dass im Durchschnitt pro gefahrenen Kilometer 120 Beobachtungen gemacht werden und mehr als 12 Entscheidungen getroffen werden und die meiste Zeit über sicher ist es eine gute Leistung und da muss das Auto, die künstliche Intelligenz erstmal hinkommen, das auch zu können. Gleichzeitig die neuen Risiken sind nicht so trivial. Man ist angreifbar, wenn alles digital ist. Systemausfälle, wir wissen noch nicht, wie wir umgehen und wir müssen einfach schauen, dass wir das Beste aus beiden Welten und nicht das Schlechteste aus beiden Welten bekommen, eine Chance und Risiko. Das Thema Vertrauen spielt in der Mobilität schon eine große Rolle noch und ich glaube sehr stark daran, dass in Zukunft vielleicht viel mehr auch Mobilität in kleinen Gruppen, selbst organisiert auch, also vor allem im ländlichen Raum passieren kann. So diese Idee von einer Mobilitätszelle, also eine Gruppe von 10, 15, 20 Personen, die sie gewisse Mobilitätstools kollektiv eigentlich organisiert. Und da habe ich schon ein bisschen diese Hoffnung, dass so eine Idee vielleicht auch funktionieren kann, ein Stück weit eine Gruppe, die Vertrauen zueinander hat. Also das würde ich mir zumindest wünschen. Also wenn ich einen Wunsch hätte an die Zukunft, dann wäre das zumindest so dieses Thema.